I can still see their angry faces as they stormed the manor. But I was dead before they found me. And the letter was on its way. Woche 75 haben wir erreicht. Das ist, ja. Wir haben ein Fragezeichen. Was ist mit dem? Okay, er ist auf jeden Fall auf ein Trinkgelage gegangen und ist nicht mehr zurückgekommen. Alles klar, gut. Aufbrechen. Erstmal die rausnehmen, die da wieder drin waren. So. So, wir werden mal nachschauen. Wir werden mal eine Runde machen. Wir werden mal gucken. Was ist denn so als nächstes zu machen? Was ist zu leveln? Eigentlich könnten wir die könnten wir hier eigentlich fast zumindest mal eines der drei wieder leveln, das auf Level 3 machen. Sehen wir mal um. Also hier sind mal Level 4. Und der Ausbilderexperte muss auch noch auf 3, dass wir hier erhöhen können. Das ist da halt höher. Da brauchen wir aber wieder Bilder dazu. Können wir Bilder machen? Bilder, glaube ich, können wir machen. Wir brauchen 24 Bilder. So. Bilder selber. Wir haben knapp. Das Problem ist, wir brauchen für die Stufe wieder 60. Also so viel kann er gar nicht. Wir können gerade 6. Wir können ein Bild draus machen. Das ist gerade nicht so toll, muss ich sagen. Ja, gut. Nee. Nee, nö, nö. Wie sieht's da aus? Da haben wir komplett auf Stufe 3. Ich glaube tatsächlich. Ja, ich glaube tatsächlich. Na, da könnte man auch nochmal ran. Da können wir auf jeden Fall noch was einbauen, aber wie gesagt, wir machen jetzt mal den Ausbilder auf die nächste Stufe und ja, so jetzt machen wir mal nach Stress sortieren und werden in den, gehen wir mal zuerst in die Taverne, Okay, du kannst nicht in die Taverne gehen. Gut, dich belasse ich da drin. Weil ich könnte ich eventuell noch brauchen. Und dich hau ich hier hinein. So. Gut, krank ist momentan keiner. Jetzt kann ich also wieder nach Larry sortieren. Genau. Jetzt weiß ich wieder, was ich noch wollte. Einen Heiler wollte ich noch. Nach einem Heiler wollte ich noch gucken. Aber aktuell ist kein Heiler da. Genau, das wollte ich noch gucken. Ich wollte auch noch einen Heiler gucken. Okay. Na dann, hauen wir weiter. Brechen wir auf. Und wir können weiter nach Blut suchen gehen. Das werde ich auch machen, würde ich sagen. Ich werde tatsächlich mit diesem Blutsuchen ein bisschen leveln, weil erstens brauchen wir sehr viel Blut, wie ihr schon gesehen habt.
Also das Bluten ist ziemlich... Ja. So. Dich hau ich rein. Dich hau ich rein. Ja, dich hau ich so rein. Und... Ja. Dich hau ich rein. Ab ins Gepäck. So. Der Vorteil an der ganzen Sache ist auch... Ziehen. So, ich habe ihn wieder rein. Du kostet mir sonst zu viel Platz. Oh! Ich habe nur eine Flasche Blut behalten. Von denen, die ich gefarmt habe. Eine einzige Flasche Blut. Das heißt, ich muss mehr Blut farmen. Das ist bäh. Das ist bäh. Ich mag kein Blut farmen. Ich hasse Blut farmen. So. Das Ganze schaut auch nicht gerade nach Müßiggang aus. Na gut, geh mal. Okay, einer weg. Gently. This is how a life is taken. Einer ist weg. Und wieder einer weg. Give them no quarter. Ha! Surges as the enemy crumbles. So. Und es ist schön, dass wir Bilder kriegen, weil, wie ich schon gesagt, Bilder sind wichtig. Es war nicht so gut, dass wir das jetzt nicht gekriegt haben. Aber wir haben hier dafür wieder versteckt ein paar Flaschen, das heißt, die können wir mitnehmen. Und hier gehen wir weiter. Ja, da gebe ich was und du gibst mir Blödsinn dafür. So. Aber diesen Blödsinn können wir aus dem Inventar raushauen. Das ist nicht so thematisch tragisch. Ich glaube, ich werde sie mal nach hinten. Ich glaube, sie ist hinten ein bisschen wertvoller für mich. Weil nämlich der Hunde kann von jedem Ding aus angreifen. Thank you.
palpable fear. Another one falls. Nächster weg. Continue the onslaught. Destroy them all. As the fiend falls, a faint hope blossoms. So, wir können hier quasi mich wieder verbinden. Du wirst wieder. Was gibst du uns diesmal? Gibst du uns diesmal etwas mehr? Oder willst du was Chatteres als. Oh, ein spezieller Schatz für den Unhold. Perfekt, nehme ich. So. Und. So. Und. Rennen damit ins Inventar. So. Wir gehen weiter. Alle wollen unsere Schätze. If only treasure geben could uns nur Mist dafür. Also wirklich. Otherworldly corruption. Nur Mist. Das ist alles wirklich nur Kacke. So, Hundchen, du nimmst das was? Putzt dich jetzt nämlich so ein bisschen auf. Und killst den. Formation is broken. Maintain the offensive. Einer weg. So, jetzt ist er. Und weg. So. Nightmarish creatures can be felled, they can be beaten. So, wir gehen halt ein bisschen jetzt im Kreis. Und hoffen, dass wir hier noch Blut finden oder viel Blut finden für unsere Gruppe.
Ah, so. Unvernünftig ist sie, ja. Reeling, gasping, taken over the edge into madness. Und wieder einer weniger, das ist super. Mortality clarified in a single strike. Da hat sich verwandelt. Okay, und der ist ausgewichen. So. Weiter hochheilen, komm! Löschen wir die aus. So. Und weg! Weg mit dem Kübel. As victories mount, so too will resistance. So, wir tauschen das mal aus. Und hier geben wir noch mal ein bisschen Verband drauf, damit das alles nicht so weh tut. So. Und wir gehen natürlich etwas weiter und hoffen, dass wir noch was finden. Hunger haben wir auf jeden Fall. Und hier haben wir auch schon jemanden, der Blut braucht, den wir unsere letzte Blutkonserve auch mal geben. Und wir haben tatsächlich Blutkonserven gefunden. Also gegenüber von der letzten Gruppe ist diese noch schon ziemlich anfällig. Oh Gott, das fängt ja auch an. Gut. Wir haben noch nicht getauscht, das heißt, sie ist wieder falsch vorne. So, was aber jetzt gerade nicht so viel macht, denn sie kann Schaden machen. So. Das war mir jetzt irgendwo klar, dass das jetzt ist, weil... The wounds of war can be healed, but
not never hidden. So. Okay. Remind yourself that overconfidence is a slow and insidious killer. So, wir schicken dich jetzt wieder nach hinten, wo du hingehörst. So. Und ja, okay. Wir haben jetzt vergessen, dich abzuheilen. Ich glaube, mit der Gruppe werden wir aber nicht ganz bis zum Ende vom Dungeon gehen. Die schon ziemlich weh beieinander. Und da weiß ich nicht, ob das jetzt so günstig wäre, Pestdoktorin kann das halten. Dann machen wir das so. So. Noch ein bisschen Hunger. Hunger stillen. Und hoffen, dass relativ schnell wir zum Ende kommen. Aber ich vermute, und das ist die wohl größte Vermutung aller Zeiten, wir werden hier nicht mehr viel hinkriegen. So. Fertig. Nein, nicht ganz. Fertig. Ein Raum. Also wir müssen wirklich das ganze Ding durchlatschen. Das Einzige, was bis jetzt ist, und ich nehme mal an, bis jetzt halbwegs positiv ist, ist tatsächlich die Tatsache, dass keine Gegner mehr gibt. Wealth beyond measure. Wir haben's geschafft. The brave and the foolhardy alike. Zurück ins Dorf. Es wurde absolviert. Wir haben es tatsächlich geschafft. Aber es war nicht so lohnenswert wieder. Das ist halt das Problem gewesen. Es war jetzt nicht sehr lohnenswert. Hallo meine lieben Freunde, das war's von The Darkest Dungeon. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr bleibt mir gewogen mit einem Abo und einem Daumen rauf. Unten in der Videobeschreibung der Link zum Limlunk, mit dem ich der Elder Scrolls Online Let's Play und natürlich auch der Link zu all meinen laufenden Let's Plays. Daumen, Abo und Glocke würden mich natürlich freuen und ich verbleibe als euer Gaming Dragon mit einem heißen Vario für diesen Part.